Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play von Dishonored. Wir sind immer noch auf der Suche nach Emily, der Tochter der Kaiserin, die wir ja glücklicherweise nicht ermordet haben. Sie ist leider doch gestorben und uns wird das jetzt natürlich in die Schuhe geschoben. Oh Gott, was ist denn da los? Dort schießt etwas. Ja. Chaosfaktor. Deine Handlungen beeinflussen, was in der Stadt passiert. Hinterlässt du eine Spur des Todes, tauchen mehr Ratten und Weine auf. Deine Verbündeten verhalten sich anders und das Ende ist düsterer. Okay. Dann würde ich mal behaupten, versuchen wir erstmal rauszufinden, was da oben los ist. Und dann versuchen wir mal ein bisschen zu schleichen und vielleicht ein paar Stealth-Kills hinzulegen, wenn das denn sein muss. Ich nehme hier erstmal ein Leben voll, ein bisschen. Also, wir sind immer noch auf Suche nach Emily. Wir werden jetzt allerdings erstmal nach Slackjaw suchen. Der hat da irgendwie eine kleinere Aufgabe für uns oder sowas. Wie, was, hä? Hat uns da jetzt einer gesehen? Nein, eigentlich dürfte er uns gar nicht gesehen haben. So, den legen wir mal hier in die Ecke. Irgendwo hat da doch die ganze Zeit jetzt einer gestöhnt, als wenn er uns gesehen hätte oder so. Wo war der denn? Wo war denn da? Da war doch gar nichts. Was? Schon wieder? Hä? Schnauze da hinten! Ups. Nein! Nein, 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 das war falsch. Okay. Sag Bescheid, wenn du meine Wache übernehmen willst. Verzieh dich. Hä? Hey, was ist das denn da für ein Geräusch die ganze Zeit, Mann? Kann ja wohl nicht sein. Hä? Schnauze! Das ist ein Fehler, hundertprozentig ist das ein Fehler. Das kann doch nicht sein. Achtung, Bürger von Dunbar. Alle Personen mit Informationen zum Tod des Oberaufsehers nicht weiterdrehen, bitte. Campbell, ach, danke. Sich augenblicklich zur Befragung bei der Stadtwache melden. In dieser Zeit der spirituellen Krise haben die Aufseher das Festival. Ein Almosen für einen armen Bettler, Kumpel? Wie sieht's aus? Ja, ich würde dir gern was geben. Ich weiß nicht, wie das. Kommst du von Slackjaw? Nein, was aber zu dem du von mir. Ich will zu Slackjaw, aber wo... Haben wir überhaupt die Mission an? Zu Slackjaw. Jetzt haben wir die an, dann müssen wir die mal ausmachen. Ja, genau. So, mal gucken, ob hier noch irgendwo... Okay, da schauen wir dann... Wow. Oh, okay. Hey, du bist der, nach dem ich suche. Slackjaw will mit dir reden. Ja, dann folgen wir dem mal. Ja, gut, oder auch nicht, ne? Haha. Die Bottle Street. Oh, das sieht doch gut aus. Was? Hier macht irgendwas Geräusche. Ein Stückchen Brot essen. So, was war das denn hier für ein Kollege? Das war da.
Achso, ich habe schon genug Munition, alles klar. Ja, gut. Kabelwerkzeug. Deaktiviere Sicherheitsvorrichtungen oder manipuliere sie so, dass sie dir nichts mehr anhaben können, indem du mit dem Kabelwerkzeug den jeweiligen Schaltkreis bearbeitest. Dadurch wird das Kabelwerkzeug verbraucht. Ja, das ja, hört sich aber ganz gut an. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall irgendwann nochmal gebrauchen. Oh, ein Knochenartefakt. Knochenartefakte verleihen dir kleine übernatürliche Vorteile. Du findest sie, indem du ihren Liedern lauschst. Okay. Du kannst im Bereich Knochenartefakte im Tagebuch normalerweise bis zu 3 Knochenartefakte gleichzeitig aktiviert haben. Also so eine Art Passiv sozusagen. So, liebe Freunde, das tut mir sehr leid. Ich muss jetzt einen kleinen Teil überspringen, leider. Ich werde allerdings diesen gesamten Weg gleich zurückgehen. Ist nichts Besonderes passiert. Nur meine Aufnahme hat abgebrochen und ich habe es nicht gemerkt. Etwas doof gelaufen. Aber wie gesagt, der Weg wird gleich sowieso zurückgelegt. Und ja, das sind eigentlich nur Verbündete, sag ich jetzt mal. Und da ist nichts Großartiges passiert. Meine Männer hatten recht. Siehst aus wie einer, der zum Töten aufgelegt ist. Irgendwas Gutes gefunden? So wie ich es sehe, lohnt es sich nicht, hier jemanden umzubringen. Bis auf die 2 Pendletons in der Golden Cat. Hab recht, oder? Siehste, Slackjaw kennt sich aus. Die Jungs sind Zwillinge. Reich, gemein und komisch. Schlimmer als die üblichen reichen Säcke. Haben sich schon eine Weile bedeckt gehalten, weiß nicht warum. Aber heute Nacht ist die Golden Cat besonders gut bewacht. Besondere Gäste und so. Und du willst da rein in diese Aufmachung und die Pendleton-Brüder umbringen? Hab vielleicht eine bessere Methode dafür. Wenn du mir einen Gefallen tust, verstanden? Jemand, aber ich weiß nicht wer, tötet meine Männer, wildert in meinem Revier, klaut meine Sachen. Könnte ein Typ namens Galvani sein. Hab meinen besten Mann geschickt, um das zu prüfen, aber er ist verschwunden. Und jetzt brauche ich einen, der guckt, was mit ihm passiert ist. Geh zu dem Haus von diesem Galvani. Er lebt ganz in der Nähe beim Clavering Boulevard. Wenn du das machst, zeige ich dir einen besseren Weg in die Golden Cat. Gut. Also, ihr habt's gehört. Ich gehe mal eben schnell den gesamten Weg zurück. Ich glaube, wir müssen hier sowieso raus. Genau. Und ja, wie gesagt, die Aufnahme war unterbrochen und ich habe es halt echt nicht gemerkt. Es tut mir leid. Aber gab eh nichts zu finden hier. War im Prinzip bloß dieser Hof hier. Und hier ist gar nichts. So. Zurück zur Bottle Street. Dort waren wir, bevor die Aufnahme abgebrochen ist. Was ist? Genau. Was auch immer die da tun. So, ihr seht, in dem Gebäude waren wir drin und haben ein Knochenartefakt rausgeholt und da ist dann die Aufnahme abgebrochen. Aber wir gehen mal weiter und schauen mal, was hier noch so zu holen ist. Wow, 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 wow. Was? Jetzt habe ich mich erschreckt, Mann. Ich hab's irgendwie nicht drauf mit dem Abwehren. Au! Warum kann man denn diese Typen nicht? Na also. Na also. Zack, zack, boom. So, damit wir keine Spuren hinterlassen, machen wir das mal so. Schade, da komme ich natürlich jetzt nicht hoch, das ist doof. Ah doch! Gut, hier ist natürlich ein Mutterstagebuch.
Achter Eintrag. So, wir finden jetzt, denke ich mal... Ey, ich habe mich echt gerade übelst erschreckt. Ich weiß gar nicht, was wir finden. Jetzt habe ich irgendeinen Satz angefangen und weiß nicht, wie ich ihn beenden soll. Auf jeden Fall habe ich mich heftigst erschreckt eben. Aufgrund krimineller Aktivitäten nahe der Solger Square wurde die Gegend jetzt abgeriegelt. Wachtürme und zusätzliche Patrouillen sind im... Ja. Gut. Ab nach oben. Gucken wir mal hier rein. Ja, ich möchte in das Haus des Kunsthändlers. Das ist Kunst, lausige Art an Geld zu kommen. Armes Schwein. Das ist nichts wert, oder? Nie im Leben. Ich glaube, ich habe das Ding hier im Haus meiner Oma gesehen. Und die war keine so. Nochmal alles frisch auffüllen. Los? Lohnt nicht, die mitzunehmen. Ich gehe hoch und gucke, ob die anderen was gefunden haben. Was? Hilf mir mal jemand! Was? Was ist denn mit ihm? Ich steck dich ab! Ich schlitz dich auf und besorg dich im Fluss! Ganz im Ernst? Erst weg! Da hast du! Jetzt gehen wir auf die Nerven. Ich hoffe, die anderen kommen jetzt nicht hier. Ja, gut. Sie verbrennen die Wale. Der Schrecken von Pandisien ist in die Stadt gekommen. Allerdings. Schauen wir uns erstmal oben um. Du, nochmal. Die hätten hier nicht so eine dicke Tür, wenn dahinter keine Wertgegenstände auf uns warten würden. Die rührt sich nicht. Keinen Millimeter. Ich hab mir noch die Schulter verrenkt. Hör auf zu heulen und probier's nochmal. Stell dir nur die Schätze dahinter vor. Die helfen über den Schmerz hinweg. Wenn du meinst... Komm her! Oh Gott, war der unfähig. Frage: Kriegen wir diesen Tresor auf? Nein, wir kriegen ihn noch nicht auf. Aber das kann ja noch. Wir brauchen nur eine Kombination. Ich weiß nur nicht, wo wir die herkriegen. Nehmen Daut oder Daut und die Parabel der verlorenen Jahreszeiten. Jo. Na dann mal immer her damit. Schauen wir mal noch unten nach. Ups. Oh, ja, hallo. Wohin? Ah, natürlich greifen die mich jetzt an. Das würde euch so passen. Ja, wohin des Weges jetzt hier geblieben? Ihr gierigen Lümmel, das kriegt ihr zurück. Wo seid ihr? Ist hier noch eine? Das muss Rache geben. Das geht überhaupt nicht. Ja, wen haben wir denn da, hä? Was sehe ich da? Ha!
Du Lümmel, was willst du dagegen tun? Ja gut, da kommen wir noch nicht rein. Das heißt, okay, da kommen wir auch noch nicht hin. Mal schauen, ob hier noch was ist. Dann müssen wir wohl wieder nach oben. Was bedeutet dieses komische Geräusch? Das nervt total. Ja, dann müssen wir wieder hier raus. So. Jetzt ist natürlich die Frage. Muss hier irgendwo sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Der hat mich doch gerade angeguckt. Ah, okay, alles klar. Scheiße. Was machen die denn da? Ey, hört doch auf mit Steinen zu werfen, ihr seid doch alle Arsch. Nein, du weißt das nicht. So. Zack, zack. Na! Jetzt haben wir nur noch einen, den müssen wir jetzt treffen auf jeden Fall. Jawohl. Müsste ich eigentlich alle haben. Ich schau mal, ob ich die Pfeile wieder aufnehmen kann. Okay, die sind verschwunden. Warum sind die verschwunden? So. Wir schauen uns nochmal eben um. Vielleicht findet man ja doch noch irgendwo etwas. Die Gough Street, City of Dunwall. Dreckige Schlammkrähe, woher hat eine Pennerin wie du das Elixier? Wir sind seit einer Woche auf halber Ration. Ich will mir nicht die Seuche holen. Her damit! Nein, bitte! Für mein Baby, bitte! Nein, ich brauche es für meinen Jungen, damit er nicht krank wird. Er ist weg! Hey! Nein! Das ist... Oh Mann! Verdammt, ich wusste nicht, dass die... Ey, das geht gar nicht. Ohne Scheiß. Ja, und der Traubi sah noch aus. Oh Mann, wieso? Ich versteh's jetzt nicht. Ah, cool. Das geht ja sogar. Ja gut, die wurde jetzt leider getötet. Das war eigentlich nicht meine Absicht. Das ist total bescheuert. Das wusste ich ja gar nicht. Warum schießt der? Der Sack oder warum schlägt der Arschloch? Alles deine Schuld, Mann. Da hast du. Sauerei.
Ja, das ist natürlich jetzt scheiße. Naja, gut. Mit dieser nicht so ganz gelungenen Heldentat, was mir echt sehr leid tut. Ich hätte die gern gerettet. Ich habe ja nicht ahnen können, dass der schießt. Woher soll ich das denn riechen? Gut, mit dieser Nicht-Heldentat beenden wir dieses Kapitel. Das macht mich jetzt irgendwie traurig. Aber seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich hoffe, es gibt noch weitere coole Geheimnisse hier. Und das nächste Opfer wird auf jeden Fall kein Zivilist sein. Das kann ich euch versprechen. Also, schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein. Bis denn, Leute. Haut rein.